Es ist der zweite Landesparteitag des Berliner Landesverbandes und ich war auch auf Ihrem ersten Landesparteitag zugegen, der vor etwas mehr als einem Jahr stattgefunden hat. Und ich kann nur sagen, dass ich froh bin, wie sehr sich seither alles im Berliner Landesverband verändert hat. Denn damals war es ja so, dass ein schwerer Streit den Landesverband geradezu zu zerreißen drohte. Es war so, dass Sie gerade drei Sprecher gewählt hatten und von denen waren bereits zwei wieder zurückgetreten. Es war so, dass auf Facebook-Seiten des Berliner Landesverbandes ein offener Krieg zu toben schien. Es war so, dass übelste Gerüchte verbreitet wurden über Mitglieder des Landesverbandes, dass Häme und Misstrauen die innerparteiliche Diskussion kennzeichneten. Es war so, dass der Landesvorstand heftigst kritisiert wurde und zum Teil persönlich angefeindet worden ist. Es ging sogar so weit, dass der Parteitag, der erste Parteitag, auf dem ich dann anwesend war, einen Beschluss gefasst hat, dass Mitglieder des Landesvorstandes bitte schön nicht zur Bundestagswahl kandidieren möchten. Davon, denke ich, sind wir heute Gott sei Dank weit entfernt. Und ich glaube, lieber Günther Brinker, das ist weitgehend dein Verdienst und das Verdienst des Landesvorstandes, der in dieser schwierigen Situation eben nicht aufgegeben hat. Aber ihr habt eben trotz dieser Widrigkeiten durchgehalten. Ihr habt euch der Verantwortung gestellt, die euch von den Mitgliedern bei der Wahl des Landesvorstandes übertragen worden ist. Das heißt, ihr habt gemeinsam als Landesvorstand diesen Landesverband stabilisiert. Und darüber, denke ich, können wir heute nur froh und dankbar sein. Nun ist es so, dass zum Streiten immer zwei gehören. Und zum Friedensschließen gehören natürlich auch zwei. Es ist nicht nur so, dass ich meine Anerkennung dem Landesvorstand ausspreche, der diesen Friedensschluss zu Wege gebracht hat, sondern natürlich auch denjenigen, die damals mit dem Landesvorstand über Kreuz lagen und dann aber bereit waren, die Gräben zuzuschütten, die bereit waren, die Gemeinsamkeiten zu betonen und die persönlichen Befindlichkeiten hintanzustellen. Ich möchte meine Anerkennung aussprechen allen Parteifreunden, die sich dann selbst zurückgenommen haben und denen die Einigkeit der Partei wichtiger gewesen ist als bestimmte persönliche Ziele, die sie vielleicht verfolgt haben. Ich möchte meine Anerkennung all denjenigen Parteifreunden aussprechen, die sich seitdem engagiert haben im Berliner Landesverband in einer meines Erachtens wirklich vorbildlichen Programmarbeit, die sich engagiert haben in Wahlkämpfen, unermüdlich im Bundestagswahlkampf und im Europawahlkampf, ja den Parteifreunden, die sogar über die Grenzen des Berliner Landesverbandes hinaus persönlichen Einsatz gezeigt haben, indem sie ausgeholfen haben in anderen Landesverbänden, wenn dort Not am Mann war. Ich glaube, hier hat der Berliner Landesverband wirklich gezeigt, wie man als Partei zusammenstehen kann, wie man sich zusammenfinden kann und wie man gemeinsam erfolgreich wirken kann. Sollte es jetzt hier noch Einzelne unter Ihnen geben, die noch irgendwie vom alten Groll getrieben sind und vielleicht hierher gekommen sind, um alte Rechnungen zu begleichen, dann möchte ich nur sagen, lassen Sie es bitte sein. Hören Sie auf, meine Damen und Herren. Hören Sie auf, die Fäuste zu ballen, falls Ihnen noch danach zumute sein sollte oder in der Vergangenheit zu wühlen. Denn uns, der Alternative für Deutschland, gehört die Zukunft. Und darauf wollen wir uns jetzt konzentrieren. Der Berliner Landesverband hat eine aktive Mitgliedschaft. Er verfügt über eine lebendige innerparteiliche Demokratie. Er hat eine vorbildliche programmatische Arbeit. Er hat ein gutes Bundestagswahlergebnis erreicht und ein ganz ausgezeichnetes Europawahlergebnis erreicht. Sie können stolz sein, meine Damen und Herren. Sie können stolz sein auf das, was Sie in 2013 und in 2014 erreicht haben. Und Sie können mit großer Zuversicht gucken auf das, was vor Ihnen und vor uns liegt. Vor Ihnen vor allem natürlich das Jahr 2016 mit den Wahlen zum Abgeordnetenhaus.
Die Zeit des regierenden Bürgermeisters Wowereit scheint ja zu Ende zu gehen. Meine Damen und Herren, die Politik der Altparteien ist nicht nur bei fehlgeleiteten Großprojekten kabarettreif. Es ist vielmehr so, dass sich auch in anderen Aspekten der Arbeit, beispielsweise der Großen Koalition, kabarettistische Züge zeigen. Das Grundgesetz garantiert, wie Sie wissen, die Tarifautonomie. Aber diese gesetzlich, grundgesetzlich mit Verfassungsrang ausgestattete Garantie der Tarifautonomie hat die Große Koalition nicht daran gehindert, ein Gesetz zu einem Mindestlohn auf den Weg zu bringen, was den Tarifparteien vorschreibt, flächendeckend, einheitlich in ganz Deutschland Löhne in einer bestimmten Größenordnung zu zahlen. Diese klare Verletzung, meine Damen und Herren, des Willens des Grundgesetzes, die Tarifautonomie zu respektieren, ist in ein Gesetz gegossen worden, was den Titel Tarifautonomie-Stärkungsgesetz trägt. Meine Damen und Herren, ich glaube, der Bundespräsident sollte sich weigern, ein Gesetz zu unterzeichnen, dessen Titel eigentlich eine offene Lüge im Orwellschen Neusprech ist. Wir haben uns überall stabilisiert, wir haben uns überall gefestigt, wir haben überall mit programmatischer Arbeit begonnen. Wir rüsten uns in drei Bundesländern zu wichtigen Wahlkämpfen. Wir rüsten uns zu Wahlkämpfen in Sachsen und in Thüringen und in Brandenburg. Und die Zeichen, meine Damen und Herren, dafür, dass wir in alle drei Landtage einziehen werden, stehen ausgezeichnet. Wir steigen in den Meinungsumfragen. Wir liegen in der Meinungsumfrage für den Bundestagswahlkampf inzwischen bei 7%. Die Meinungsumfragen in den wahlkampfführenden Ländern, in Sachsen und in Thüringen und in Brandenburg, sind manchmal sogar noch ein bisschen günstiger als das. Das heißt, es sieht so aus, als ob wir in den nächsten drei Monaten große Erfolge werden feiern können für die Alternative für Deutschland, für eine Partei, die wahre Alternativen zur Politik der Großen Koalition formuliert. Zu einer Partei, die endlich die Interessen und die Sorgen des Bürgers aufnimmt, die der Politikverdrossenheit der Bürger begegnet, dadurch, dass sie ein Alternativprogramm entwickelt und den Bürgern das Gefühl verschafft, dass sie gehört werden, dass sie eine wahre Interessensvertretung haben. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie zu uns gekommen sind heute. Vielen Dank, dass Sie teilnehmen an diesem Parteitag, und ich wünsche Ihnen allen gutes Gelingen.